Hey, hallo und willkommen bei RimWorld. Wir bauen hier immer noch ein paar Kanonen auf in der Hoffnung, dass das die Viecher anlockt. Didim, 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 didim. Was macht dieser Rego hier? Wo will der hin? Ach, der chillt hier draußen. Dir ist schon bewusst, dass du beschossen wirst. Da, wo du chillst. Ich weiß nicht. Pass auf, wir machen hier draußen keine Heimatzone mehr. Vielleicht chillen sie dann nicht mehr hier draußen. Man chillt hoffentlich nur in der Heimat. Oh, ist schon Schlafenszeit. Und Blue haut die letzten zwei Hammerschläge drauf. Macht denen nichts aus, dass die Kanonen hier stehen. Während aber hier eine Kanone denen was ausmachte. Ich würde glatt noch hingehen und einen Mörser dazwischen stellen. Doch nochmal. Weil ich es grundsätzlich auch ganz gut finde, wenn der Mörser hier steht. Einfach so. Weil ich es grundsätzlich ganz gut finde. Aber wird er den Reaktor killen? Ich will ihn schon so nah wie möglich an der Wand haben. Mit dem Mörser kann ich sie halt beschießen, obwohl sie mich nicht beschießen können. Apropos Jäger ohne Waffe. Frau Schröder, nehmen Sie sich doch mal den Langbogen hier. Rego hat eine Waffe, Nadine hat eine Waffe, Blue hat eine Waffe, Nina hat eine Waffe, Dings hat eine Waffe. Wen haben wir noch? Ich habe eine Waffe. Haben alle eine Waffe? Ich habe doch zwei verloren gehabt. Ach, Gabi hat keine Waffe. Gabi, Langbogen. Geht, wa? Unten wird das Ding hergestellt. Es geht allen nicht so wahnsinnig gut. Forschungsmenü. Letzte Forschung. Auf geht's. Und wo ist die Vorratskapsel? Affenfälle. Kann man auch mal machen. Die stehen da halt super kompakt und gefährlich. Jedoch für Fruchttouren, so wie es sich gehört. Sehr gut. Ach so, stimmt. Das ist die Reichweite, in der er nicht schießen kann. Das ist die Reichweite, in der er schießen kann. Ich hab den Mörser wieder verrafft. Ich habe auch keine Mörsermunition. Pass auf, da müssen wir den Mörser aber komplett anders hinstellen. Und doch wieder abreißen. Doch wieder abreißen. Explosion oder EMP? Ich würde den schon gerne eigentlich. Na komm. Explosionsmörser vor die Haustür. Ich würde sogar noch krasser gehen. Hier oben hin. Die Reichweite ist, glaube ich, die ganze Map. So, und jetzt brauchen wir aber noch einen Waffenhändler, der uns Mörsermunition, EMP-Mörsermunition verkauft. Aber herstellen kann ich die, glaube ich, noch nicht. Können wir kurz in der Schmiede gucken. Great Pony. Mörsermunition herstellen ist nicht. Ich habe allerdings neue Sachen. Neue Sachen. Sachen, die da sind, neu. Elektrischer Schmelzofen zum Beispiel und eine mechanische Werkbank. Das sind so die neuen Dinge, die ich auf jeden Fall brauchen werde. Das heißt, wir fangen schon mal mit der an. Und der Elektroschmelzofen. Die Brauerei ist halt auch geil, ne? Den Elektroschmelzofen werden wir auch herstellen, hinstellen hier halt. Und die Brauerei braut kein Mensch. Kommt hier hin, komm. Baut mal die Sachen. Ich meine, in einem von den Dingern kann ich die Elektrobomben herstellen. So, der Elektroschmelzofen. Ich hoffe, die Energie, die ich gewinne, reicht bald, also reicht immer noch aus. Artilleriegeschoss. Zerlege Mechanoiden, mache das für immer und produziere Artilleriegeschosse. Mache das, bis du hast 10. Details. Stahl braucht man dafür nur. Sehr gut. Nein! Was ist denn hier passiert? Reload.
Ich weiß es gerade nicht. Pass auf, wir gucken uns das mal kurz an, ob wir das noch irgendwie gerettet kriegen. Ist der jemand tot? Sind die beide tot? Reload. Es wurde ja klar, dass es irgendwann passiert, dass ich mal reloaden muss. Ich speichere jetzt auf Hoffnung. Ende. Und lade das hier. Ja, jetzt seht ihr auch, wenn ich aufgenommen. Okay, natürlich. Bis ich auf den Pause-Button gedrückt habe, ist schon wieder alles da. So, die leben noch. Die leben noch alle. Okay. Der Bauauftrag ist da. Alles klar. Was ist schiefgelaufen? Irgendwas ist komplett schiefgelaufen. Ich muss das hier im Auge behalten. Die Leute liefen hier lang. Ja, kein Problem. Kommen hier rein. Alles gut. Meine gehen hin. Auch alles gut. Niemand hat ein Problem. Allen geht es gut. Genau, Nadine baut das Ding auf. Das Ding steht. Ich stelle die Aufgaben ein. Aufgabe hinzufügen, zerlege Mechanoiden. Immer. Produziere Artillerie, wichtig, aber nur 10 Stück. Go. So. Ich sollte vielleicht mal die Windows-Benachrichtigung ausschalten. So. Na? Na? Alle Forschungen sind durch, danke. Die Kolonisten machen nicht denselben Blödsinn wie das letzte Mal. Ist schon mal gut. Elektrischer Schmelzofen. Aufgabe hinzufügen. Schmelze Schlacke. Mache das für immer. Aber in einer niedrigen Prio, theoretisch. Ihr macht jetzt all diese kleinen Teilchen kaputt. Achso, Details. Zutatenradius. Ordentlich begrenzen. Ja, sonst läuft der mir nämlich einmal um die halbe Welt und sammelt da das Zeug ein. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Er hat jetzt so schon einen ordentlichen Zutaten. Ich würde ihn vielleicht noch ein bisschen erhöhen. So. Dann dürfte nämlich das ganze Ding mit drin sein. Das passt mir ganz gut. So, die gehen. Ah, jetzt gehen sie. Pass auf. Achtung. Jetzt werden die alle hier niedergemetzelt. Und für mich halt sehr interessant, ich könnte jetzt jemanden retten. Und an den Sklavenhändler verkaufen. Das mögen die Leute nicht. Aber zumindest gesund pflegen. Okay, pass auf. Nina. Du bist tot, wenn du die versuchst zu retten, ne? Das ist Blödsinn. Die zu retten ist, glaube ich, Blödsinn. Stadtrat. Der Ingenieur ist tot. Das ginge halt. Nadine geht hin und beobachtet den fucking Sonnenaufgang. Nein. Wenn du etwas machen willst, dann schnapp dir das Zeug von den Leuten. Aber hör auf, den fucking Sonnenaufgang zu beobachten. Klau das Silber oder so. Und lauf, was das Zeug hält. Alter. Das hat nicht gut geklappt. Rette Nadine. Was ist denn hier mit Trigger? Alter, wie die zerlegt werden. So, was du mitnehmen kannst, sind die beiden Sachen. Ich will gar nicht wissen, wie oft Nadine jetzt schon zerlegt wurde. Nadine kann wieder laufen, das ist ja nett. Olaf, Gabi, liegt da noch was? Wenn ja, verboten. Weg da. Aber sofort. Nadine. Ist noch mit Ausruhen beschäftigt. Ist vollkommen in Ordnung. Sagt keiner was gegen. Die Frau da unten wird verrecken. Brutalst. Meinen Leuten geht es soweit allen gut.
schon wieder neue Besucher. Nadine. Du bist quasi fast fit. Du kriegst einen neuen Bogen. Und dann kannst du auch wieder arbeiten und so. Obwohl. Sicherheitshalber. Achso, du bist schon wieder fit. Ja, das da unten ist natürlich kacke. Aber hat schon jemand die höchste Prio genutzt und... Ah, wir haben 2 Schuss. Okay. Ziel ist es, damit die hier fertig zu machen. Möchte jemand das benutzen? Ich habe ein Ziel eingegeben. Ich sehe, dass das Interesse nicht so hoch ist. Bemanne den Mörser. Oder befraue ihn. Ach, der stunt ihn nur. Die Frage ist, wie lange? Ich meine, es wäre praktisch, um Leute zu retten. Was? Malaria? Malaria? Leute. Blue, du hast Feierabend. Wer hat Malaria? Gabi und Nina, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, schlafen bis geheilt. Und Gabi? Es tut mir leid, schlafen bis geheilt. Malaria. Ich glaub's ja. Ich brauche einen neuen Mörser. Dass der die Stunt ist, ganz witzig. Aber halt auch nur ganz witzig. Abriss. Sicherheit. Wir stellen den hier auf. Ein Explosivmörser. Das muss jetzt aber was bringen. Wenn denn mal Leute wieder wach werden. Ja, Gabi und Nina drehen irgendwann durch. Das ist ganz klare Sache. Die Malaria wird sie fertig machen. Ihr baut die Kanonen fertig. Was fehlt denn? Warum ist der Tisch hier nicht fertig? Holz. Oh. Wir haben wieder das übliche Holzproblem. Das kriegen wir aber hin. Indem wir einen Befehl geben, ein bisschen Holz zu hacken. Und benehmt euch, wenn ihr draußen seid. Lasst euch nicht wieder von den Typen zerlegen. Hier liegen einige Leichen. Im Sommer vergammeln die sehr schnell. Ach, der neue Mörser steht. Ja, wunderbar. Ich brauche einen Schützen. Lego. Mein Gute. Geh los. Und zerleg das Ding. Was? Es gibt keine Geschütze mehr. Habe ich beide verballert? Ah, Tatsache. Ich habe beide verballert. Okay, Lego. Ist natürlich recht. Ich brauche einen Handwerker. Nadine. Ist auch kein Handwerker. Well. Zock. Sag mal, warum könnt ihr alle nicht handwerkern? Schröder. Sag nicht meine beiden Handwerker. Es hat für die Leute keine Prio. Das ist schade. Das ist sehr schade. Ich bräuchte Munition. Es wäre irgendwie voll cool, wenn jemand anfangen würde, Munition herzustellen. Handwerker. Was hast denn du? Bergbau hast du als höchstes. Träger und Reiniger. Pass auf, du bist Handwerker. Und du auch, Teacher. Ihr seid alle wichtige Handwerker. Ich glaub's ja. Und Zock. Es tut mir leid, aber auch du wirst Handwerker, wenn du nichts zu tun hast. Und Forschung ist vorbei, also hast du nichts zu tun. Es kann ja nicht angehen, dass hier keiner sich um das Wichtigste kümmert, nämlich um die Munition für unseren Mörser. Stattdessen packt ihr Holz. Wer braucht denn schon Holz? Ich weiß, ich habe es in Auftrag gegeben. Ich will nichts hören. Oh, dann wird das diese Folge schon wieder nix. Ich glaub's ja. Na den. Machen wir weiter.
Ich bin immer noch nicht im Weltraum. Ja, es sind schon wieder 4 Wochen um. Oh nein, es gibt auch noch eine Grippe. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.